Let's start again. Oh. Ist das hier? Um alles in der Welt. Basti? Basti, komm, ich helfe dir hoch. Warte. Danke, Kevin. So. Wo sind wir hier gelandet? Was ist das hier? Wisst ihr nicht, wo ihr seid? Drache wieder. Was hast du mit uns getan? Wo hast du uns hingebracht? Du Schlunzer. Ihr seid in euren eigenen versteckten Gedanken. Was? In eurer Vergangenheit. Wir sind in unserer Vergangenheit, Kevin. Aber wie und warum? Der Vergangenheit? Aber ich kann mich ja nichts erinnern. Absolut nichts. Ist da oben jemand? Hallo? Was war denn das hier? Lass mal hier hochgehen. Ich hab keine Ahnung. Wow, was ist das denn? Wo sind wir hier gelandet? Hä? Was ist das hier? Dies war die Festung eures Anführers Revinzeit. Was? Revi? Er hat eine Rebellion gegründet, um gegen Petrit und die Stadt anzutreten. Nein. Hä? Ausgerechnet unser jetziger Bürgermeister? Das hier habe ich schon gesehen. Also ich könnte mich dran erinnern, wenn ich unter Revi sein... Also wenn ich hier für Revi gedient hätte oder so. Aber ich weiß... Was ist das alles hier? Keine Ahnung. Ich kann mich an absolut nichts erinnern. Was ist hier unten? Hier sind unten noch mehr... Hier sind irgendwelche verzauberten Kisten. Hier wurde der Grundstein gelegt, um die Drachen zu vernichten. Was? Drachen vernichten? Wir haben doch keine... Wieso Drachen vernichten? Ich verstehe das auch nicht. Balu, ich habe ein Zimmer gefunden, was dir bestimmt gefallen würde. Oh ja. Dies war Baluis Reich. Was? Hier hat er gewohnt. Aber du hattest nie was in deinen Kisten. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Und wem hat das Zimmer hier gehört? Auch nichts drinne. Hier war Basti zu Hause. Was? Hier hat er am Anfang mit Balui zusammen übernachtet. Okay. Ich will das gar nicht wissen. Dankeschön. Basti und Balui, also ich kann auch gehen, wenn es euch stört, ne? Ist gar kein Thema. Nein, lass mal hier hochgehen. Was? Alles in der Welt? Hier sind überall so lauter Kisten. Wow, sieh dir diese Festung an. Was ist das alles hier? Groß, die ist gigantisch. Nicht runterfallen. Hallo. Hallo. Und ey, hier ist auch noch was. Gefängnis. Boah, was ist das denn? Kommen wir denn da runter? Was ist das denn? Wo bist du? Hier hinten. Ja, supi. Hier, kommt mal rein, hier. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hinter euch. Hallo, Kevin? Hier unten. Der anderen Seite. Gefängnis? Wow. Nein. Sieh dir das mal an. Boah. Siehst du das? Das Ding, diese Mauer ist ja riesengroß. Eine Mauer? Ja. Kevin, wo bist du? Hier, hinter euch. Da. Guck hier runter. Boah, was ist das denn? Was ist das denn für ein mächtiger Wall? Wer hat diese Mauer gebaut? Ihr zum Schutz errichtet gegen die anderen. Schon immer war in eurer Welt nur Krieg, Tod und Verderben. Stimmt doch gar nicht. Hier, guck mal. Wenn in unserer Welt nur Krieg, Tod und Verderben gewesen wäre, dann hätten wir doch niemals hier sowas angefertigt. Ist das? Guck mal. Was hast du denn entdeckt? Wow. Oha. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Technologie? Cool. Ich hab ganz viel Essen geerntet. Damit kann man ja Brot machen, ne? Was ist das denn? Das sind... Dies sind Drachenfrüchte. Diese bekommt ihr nur in der Welt, in der ihr meinen Bruder getötet habt. Was? Aber... Wir haben niemanden getötet. Können wir das nicht irgendwie mitnehmen? Das müssen wir den anderen zeigen. Ich weiß nicht. Kevin, steck dir eins ein. Aus dieser Welt könnt ihr nichts mitnehmen.
Diese Welt existiert nur in euren Gedanken. Was? Aber wenn ich hier das... ich jetzt hier aber so eine Kartoffel nehme und die esse, dann... Ja, pff, das aber... Aber was ist denn das Problem? Was haben wir denn... Was haben wir falsch gemacht? Warum haben wir das verdient, dass man dafür unsere Welt zerstört? Ja, ich hab frisches Brot gemacht. Oh, danke schön. Ich will aber nichts. Danke. Ich verstehe das nicht. Lass was uns mal zur hinten? Mauer gehen. Euer Zwist, euer Kampf um die Drachen hat dafür gesorgt, dass Baloui zaubern konnte und Sinus ein Drachenreiter wurde. Und mit diesem Drachen ist er gegen euch, gegen die Mauer angerannt und hat versucht, sie zu zerstören. Im Endeffekt habt ihr euch mehr selbst geschadet als allen anderen. Aber ihr habt meinen Bruder getötet. Was? Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Das aber... Diese Mauer. Und dafür willst du uns jetzt bestrafen? Wir haben uns vielleicht geändert, Urdrache. Nichts hat sich geändert. Es wiederholt sich alles. Der Kampf von Rivi gegen Petrit. Dieses Misstrauen untereinander. Der Hass, der Krieg. Aber wir können doch Petrit aus dieser Welt in unsere Welt mitgebracht. Aber wir können doch Petrit und Rivi aufhalten, dass sie sich bekriegen. Kevin, ehrlich, wir hatten es probiert. Wir haben immer probiert, Frieden zu schaffen. Aber das kann doch nicht sein, dass wir darunter leiden müssen. Seht euch das mal an hier unten. Wow. Das ist aber... krass. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was der Urdrache mit Tod und Verderben gemeint hat. Aber das haben wir verursacht? Das haben wir alles angestellt. Also, aber Kevin, du hast doch gesagt, dass man dem Urdrachen nicht trauen kann. Kevin. Vielleicht lügt er uns an. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das hier nur in unserer Fantasie. Ach du meine Güte. Was sind das hier? Genau, was ihr sagt. Denkt an Rivi und seine Waffen. Denkt daran, wie viele Drachen ihr schon getötet habt. Aber... Das war bestimmt nicht... Naja, keine Ahnung. Was sind das hier alles? Also das sieht nach Revis Waffen aus. Ja, das sieht definitiv aus. Diese ganzen Kanonen und so, das ist doch Revis Werk. Seht ihr das da hinten am Berg? Was denn? Hier gegenüber von uns. Da oben. Ja, wo seid ihr denn überhaupt? Auf der Mauer stehen wir oben. Bist du das auch, Baloui? Ja, du meinst diese große Kanone da oben? Da oben ist eine riesige Kanone. Oh Mann. Hä, eine Kanone? Ja. Siehst du das auf der anderen Seite des Berges? Oh, Kevin. Aber was ist, Leute, aber was ist, wenn wir das aufhalten könnten mit Petrit und Rivi? Dann müsste der Urdrache doch gar nicht unsere Welt vernichten. Ihr werdet euch niemals ändern. Und dafür ist es auch schon zu spät. Gib uns doch eine Chance zumindest. Die Kugel ist da und wird nicht aufhaltbar sein. Das Zeitalter der Drachen wird anfangen. Ihr habt meinen Bruder auf dem Gewissen. Und ich werde dafür sorgen, dass die Drachen eine neue Welt bekommen, in der sie sich vermehren, wachsen, groß werden können, die einfach ihre Heimat werden wird. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass Drachen einen wichtigeren Aspekt... Ihr habt in dieser Welt nichts mehr verloren. Ihr werdet die Diener der Drachen oder sterben. Hallo? Also, da... Ich habe mich immer gut um Flöckchen gekümmert. Ich werde kein Diener sein. Flöckchen, Flämmchen, diese ganzen Drachen, die ihr gezähmt habt, sind keine wahren Drachen mehr. Haben sich selbst aufgegeben. Wie redest du über deine Kinder? Es sind meine Kinder, ja. Aber es sind keine wahren Drachen mehr. Ach ja? Und warum bist du dann so ausgerastet, als ich gegen Flöckchen gehauen habe? Jedes Drachenleben ist kostbar. Ja, anscheinend nicht.
Was würdest du ja nicht so mit uns reden? Wieso mit uns? Wir sind doch kein Drachen. Steht nur da hinten, was ist das? Hier ist irgendwie ein Geheimgang oder so, ich weiß nicht. Aber wieso haben wir das alles vergessen? Oh? Wieso wissen wir von alledem nichts mehr? Warum? Ihr seid durch ein Portal getreten, das eure Erinnerung gelöscht hat. Das war der letzte Fluch, den wir, die uralten Drachen, auf euch legen konnten. Das heißt, das also hier ist eigentlich unsere echte verflucht, Welt. Wenn das hier unsere Welt ist, wie können wir nicht hierher zurück? Wie kommen wir wieder in diese Welt? Wir können niemals hier wieder. Ihr werdet die Sklaven der Drachen werden. Was? Also Kevin, mittlerweile bin ich ganz deiner Meinung, dass er einen an der Klatsche hat. Aber Basti, jetzt mal, also es ist ja schon so, dass wir... Aber jetzt mal ehrlich eine Frage, Jungs, wie kommen wir von hier weg? Wir müssen die anderen warnen. Ich glaube, wir müssen unten in diesen Raum wieder, oder? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Seht nur, seid ihr noch auf der Mauer? Nein. Ich bin jetzt runtergegangen. Runter. Ich habe hier irgend so ein Gerät gefunden. Ah! Ich kann fliegen! Wie ein Gerät, hä? Ich fliege! Hä? Was für ein Gerät? Ich fliege! Aber wohin? An der Mauer vorbei! Ich weiß nicht, was er macht. Wir sollten gucken, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen, glaube ich. Ich fliege! Basti, komm jetzt zu uns! Schnell! Ihr kommt zurück, wenn ich es zulasse. Keine Sekunde eher. Ich komme hier nicht runter! Basti? Was machen wir jetzt? Ich fliege hier irgendwo entlang! Vielleicht müssen wir erst Basti retten? Ich schaff das schon! Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich steuere gerade auf den Berg zu. Es kann sein, dass es mein Ende ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich euch diese Welt gezeigt habe. Und jetzt zurück in eure Welt.